Ein ziemliches Buster-Zwölfen. Ja, das klingt gut, ne? Bass ist gut. Besser wie, keine Ahnung, in der Turnhalle aufnehmen. Das kommt davon, weil ich einen auf John mache und immer sage, Junge! Ja, da kriegt man automatisch mehr Bass. Ja. Das ist so ein Bass-Buff. Ich glaube, verkauft und so hatten wir alles. Ich glaube, wir wollten theoretisch weitermachen. Erreiche die gemiedene Villa. Bin mir gerade nicht so sicher. Wieso renne ich denn... Ah, jetzt habe ich das Richtige in der Hand. Okay. Status als Logopäde, ja. Zieh! So. Wo ist denn die Villa? Wo muss man hin? Dampfviertel. Ist es das? Ich glaube, da müssen wir durch. Durchs Dampfviertel. Okay. Ach, haben wir das letzte Mal nicht irgendwie verzweifelt den Weg gesucht? Oder wie war das? Ich glaube schon, da mussten wir aufhören. Irgendwie so war das doch. Mal gucken, ob wir es diesmal finden. Besiegle dein Schicksal. Diese Worte haben mich vor langer Zeit verführt, als junger Mann in einer schwierigen Situation. Besiegle dein Schicksal. Diese Worte haben mich nie verlassen und ich trage seither ihre Last. Okay, die Gabriel hat vor so langer Zeit meinen dunklen Pakt ausgehandelt. Und glaub, ich kann mit die nicht vorhandenen Kampfsounds gleich lauter machen. Heute wird dein Schicksal besiegelt werden. Auf die eine oder andere Art und Weise. Also Sprache ist genau richtig, würde ich mal sagen. Aber die Kampfsounds sind nicht existent. Einen Moment. Hab ja, haha, aua, aua. Bisschen zu viel runtergedreht. So, machen wir auch mal, wie die Musik gerade. Schauen dann mal. So. Ich sehe, du bist von deinem kleinen Ausflug zurück. Wie lief es denn so? Hast du die Sehenswürdigkeiten genossen? Vielleicht etwas Neues gelernt? Ja, Plecky ist also Lord Gabriel. Wusste schon immer. Ja, von der Lache her passt es ja immer. Auf jeden Fall. Meine Katze motzt mich gerade an, ich weiß nicht warum. Der Punkte-Vampir, ja, sozusagen. Oben ist eine Kiste, eine Kiste. Aber die sind, glaube ich, eh immer wieder da. Ja, gut. Geheimnis, 2 von 4. Wo willst du nur so eilig hin, Jäger? So, wie gingen denn die Spezialsachen? Ah, ja. Oder du könntest deinen Kopf verlieren. Da. Ah, ja. Den schon wieder rum. Das ist doch schön mit der Sense. Hallo, sei doch mal nicht immun. Overkill. So, also der Ton ist immer noch leiser, aber niemand braucht diesen Ton, oder? Das sind ja nur die Metzelgeräusche. Also. Hauptsache ihr hört die Stimmen, die hin und wieder kommen. Ich denke, das reicht. Und Hauptsache ihr hört uns. So, der Pfeil zeigt irgendwo da hinten hin. Ganz wichtig. Und diesmal lasse ich die Finger vom Kürbiskuchen. Stimmt, das war ja ganz komisch. Oh shit, wie heilt man sich nochmal? So, okay. Oh, ich habe nur noch 70 Heiltränke. Ich muss gleich mal wieder nachkaufen. Ich habe auch nur noch 77. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen knapp wird. Nur Veno nicht. Ja, Veno kriegt erst morgen seine extra Redezeit. Ja, die anderen müssen sich dann alle vorher schon verabschieden, am besten. Gleich am Anfang.
Ja, ich lasse dann einfach den Stream durchlaufen und Veno macht aus, wenn er fertig ist. Leute, was ist denn mit euch verkehrt hier? Schön nervig hier. Ja, gerade so ein bisschen. Burn, Baby, burn. Aua. Okay. Hat nicht jemand mal Chaos-Klingen für mich? Das geht einfacher. Echt mal. Mittlerweile komme ich mit den Chaos-Klingen richtig gut zurecht. Vorher hatte ich da noch ein bisschen Schwierigkeiten, mich dran zu gewöhnen. Ich komme mittlerweile mit der Orientierung zurecht. Ich benutze jetzt die Map so richtig nach dem Motto, okay, in dem Gebiet hast du noch das und das offen, guckst du mal. Das habe ich am Anfang jetzt gar nicht gemacht, aber jetzt langsam gewöhnt man sich dran. Ich glaube, du bist eventuell schon ein Stück weiter als ich, weil ich habe noch nicht so viel gespielt gehabt. Nee, ich bin immer noch in dem... Ich brauche so ewig für die... Bist du immer noch im Sumpf? Ja. Hi. Lass mir da, ich suche da jede Eck, nehme ich da mit und alles. Und ja gut, da habe ich den Vorlauf dadurch, dass ich bei Sapsi schon gespielt hatte. Beute aufgespürt und ich habe gerade gestern Abend erst die äußerst lebendige Insel erweckt. Das, ja, die ist doch cool, ey. Ja. Gefällt mir. So. Wird dann aber ein Monolog, wenn Wiener das machen darf, ja wahrscheinlich. Stimmt, da war doch irgendwo war doch Ausweichen. Übernimmst du jetzt Blackies Job, Sapsi? Wo ist der eigentlich? Immer wenn wir Viktor Vran spielen, ist Blackie nicht da. Ja, der wird im Spiel sein. Zwei Blackies auf einmal würde ich auch nicht aushalten. Ah, oh, okay. Ja. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen dappig, weil ich habe vergessen, wo... Ah, L1 war ausweichen. Okay, also... Ach, es gibt Ausweichen? Okay. Ja, diese Rolle. Ich wusste nicht mehr, wo es war. Die Kreuzung, da kann man rein. Oh, dann gehen wir mal rein. Mal schauen, ob du das... Du suchst an den falschen Orten nach mir, Viktor. Kann natürlich auch sein, dass es nach Blackie noch weitergeht, wer weiß. Du bist eins mit dem Blut. Wie ja, das ist unser guter Freund Adrian vor nicht allzu langer Zeit getan hat. Stimmt, du hast einst nur ein Bruchstück an Macht erhalten. Hey. Ich kann dir noch weitaus mehr bieten. Denk drüber nach, Viktor. Ja, das hatten wir schon mal, diese Unterhaltung. Genau. Und das gibt es ja nicht fertig gemacht. Lord. Aua. Eingesetzt. Ach, die mit ihren Herausforderungen, die sind mir doch egal. Ich trink, wenn ich Bock hab. Ach, Overdrive. Ja, stimmt. Overdrive ist ja auch geil. Könntest du jetzt mal... Dankeschön. Ach, dass sie dann noch brauchen, bis sie sterben. Genau, das war hier diese komische Fabrik. Hier kann man runterhupfen. Ja, ich weiß ja, Pandera, dass du Dienst hast, nichts kannst. Kein Problem. Wie geht denn hier? Aber wer braucht schon Kaffee? Puh. Ich. Ohne Kaffee bin ich nur ein halber Mensch. Oder ein halber Wolf, wie man es sehen will.
Ja, wenigstens habe ich die Nacht mal ein bisschen mehr geschlafen. War vernünftig. Ich habe nach dem Stream geschlafen, allerdings war ich um 5 Uhr. Um 5 bin ich wieder ins Bett gegangen, so rum. Ja. War um 12 oder so war ich wieder wach. Und dann habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen gespielt. Morgen gibt's wieder den kopischen Cowboy, erstmal Beruhigungstabletten bestellen. Na, hoffentlich kommen die noch rechtzeitig an, ne? Hier wieder hoch. Und da ist ein Ausgang. Ich bitte mal hier auch nicht. Ein Gold. Ach, die Shops geben eh nichts Gescheites her, finde ich. Nee, irgendwie nicht. Deswegen, ich denke mal, das liegt wirklich alles auf dieser Transmutation. Ja. Aber ich glaube, erst habe ich darüber nachgedacht, einfach nicht mehr mit dir zu reden. Aber ich kann nicht ewig auf dich sauer bleiben. Wir haben diese Verbindung zueinander, weißt du. Komm zu mir und ich werde sie noch stärker machen. Ah, das war das. Genau wie bei deinem Freund Adrian. Erinnerst du dich an ihn? Eine Karte. Zwei Champions. Ey! Ich mach hier mein Special und die bieten sich weg. Was sind die denn? Die wollen nicht. Wow. Ja, die tun mir weh. Bin ich nicht in Ordnung. Vampirischer Laura. Lauert er nicht mehr. Das auch. Mickey. Verdammt. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir diesmal richtig laufen. Das ist eine sehr gute Frage. Hallo Marissa. Willkommen. Wir schnetzeln uns gerade ein bisschen bei Viktor Vran durch. Wir versuchen unsere innere Stimme zu finden. Spiel ist unbekannt. Ja. Ich kannte es auch nicht, bis es sich gewünscht wurde. Ich glaube, das kennen viele nicht. Oder das hatten viele nicht auf dem Schirm. So also ein bisschen wie Diablo, ne? Nur ein bisschen anderes Setting. Ja, und der Loot ist nicht so gut. Nee, leider nicht. Das war politisch. Ruhe im Karton hier.
Hallo Puma. Willkommen. Das, okay. Ja, ein Spiel im Diablo-Stil hatte ich ja mal gepostet in The Games. Grim Dawn. Grim Dawn? Ja, das ist eigentlich auch ein sehr nettes Game. Das habe ich auch noch nie gespielt. Aber es gibt so viele Diablo-Klone, die ich nicht kenne. Wenn ich halt so richtig Bock auf so ein Diablo-Spiel habe, dann spiele ich halt Diablo. Ja, schon klar. Nur für Leute eben, die Diablo dann mal ausnahmsweise satt haben, genau. Ist das eine gute Abwechslung, finde ich. Da gibt's dann auch wenigstens richtig guten Loot. Mhm. Ja, auch schön mit Skilltree. Das ist schon, gut gemacht. Ja, so ein richtiges Skilltree fehlt hier eigentlich, ne? Eine irgendeine Challenge haben wir gemacht. Oh, Sapsi! Dankeschön! Autsch! Da habe ich die Suchgeschosse. Dankeschön, Sapsi, für 47 Euronen. Vielen lieben Dank für den guten Zweck und den Wunsch-Gamebeutel. Aber natürlich. Vielen lieben Dank. Die Donation für deine Großzügigkeit. Bist du tot? Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin von den Suchgeschossen gerade ein bisschen erledigt gewesen. Okay. Ja, das... Warum kann ich... Ach, der Cooldown des Heilens. Da muss man echt aufpassen. Hey, shit. Ja. Jetzt. Hey, 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 ist hier im Betrieb jetzt gerade. Da ist krass los, ja. Ja. Vielen lieben Dank, Sapsi. Interview oder so. Yo! Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Ich bin Ihnen geholfen. Aber, Bin mal gespannt, wie der Boss ist. Da. Da, der eine hier noch. Also, da hinten, da. Das sind sogar noch zwei. Mensch. Oh, jetzt aber. Jetzt ist mal Ruhe. Hallo Piosas, guten Abend. Willkommen. Wo wollte ich lang? Da oben wollte ich lang, wo der komische Eierkopf hier ist. Checkpoint! So, immerhin. Ein Checkpoint sagt was Gutes. Das ist immer ja wahrscheinlich richtig sogar. Ich hoffe es stark. Weißt du, was dieser Gesamt- dass wir jetzt hier zwei Stunden durchgehen gehen. Weißt du, was sein Zweck ist? Du hast es schon vor langem herausgefunden, weiß ich ja. Um selbstgefällige Bastarde wie dich hierher zu locken und sie umzubringen. Oh, das funktioniert. Glaube mir, es funktioniert. Ihr Jäger kommt her wie die Fliegen zur Scheiße. Und bevor ihr euch verseht, schnapp, ist es schon zu spät. Das könnte neu gewesen sein jetzt. Ja, die Schienen sind mir jetzt unbekannt. Wir sind richtig. Was bist denn du? Oh, mach mich doch einfach mal langsam. Schnelle mindere Essenz. Der Magie auch noch. Der dunkle Ritter. Autsch. Dunkel ist er gar nicht.
Flockt der nur, oder? Ja, hat sich gerade versteinert. Aua. So. Ruhe jetzt hier. So. Ich müsste mich mal heilen. Och, Leute, was wollt ihr denn jetzt schon wieder von mir? Geh weg. Alles klar, Sapsi. Sitzen. Ja, wir müssten weiter hoch, auch wenn da noch ein Eingang ist, wo auch immer der hinführt. Sieht wie eine Mine aus. Nee, ich gehe. Von Minen hab ich genug. Ja. Lass mich aus dem Overkill raus. Ich glaub's hat der Haar bei dem Hack. Weg mit dir. Gut. Wie lange willst du mich noch warten lassen? Unmöglich. Oh, fünf Heilungen verbraucht. Da. Fühlst du dich nicht so recht auf unsere Begegnung vorbereitet? Hä? Lass mich helfen. Kauf dir etwas Ausrüstung, noch mehr von um denen. Den Wettbewerb etwas sportlicher zu gestalten. In Ordnung. Okay. Das ist also die Villa, sieht gar nicht wie die Villa aus. Aber wahrscheinlich der Vorgarten. Vorgarten. Aber um den hat sich schon länger niemand mehr gekümmert. Nee. Der Gärtner wurde wohl aufgefressen. Aua, aua. Klage Vampirritter. Tür geht nicht auf. Okay. Dann müssen wir wohl einen Umweg laufen. Sterbi. Das sind schon schöne Lichteffekte da, die ganzen Skills. Mhm. Und hübsch. Ja, hübsch gemacht, das ist definitiv. Andere Vampire, okay. Und doppelter Schaden, das kann ich auch mitnehmen. So. Oh, ich dachte, du machst hier das Feuer. Das nee, nee. Leider nicht. So. Nein, du magst doch Spinnen. Süß. Ja. Die ist doch goldig. Die lasse ich alle dir. Das ist wieder so eine Springspinne, alles klar. Und tschüss. Hey. Geh. Geh, aber geh mit Gott. Ich bin ja ein friedfertiger Mensch, wenn es um Spinnen geht, aber naja. Nicht, wenn sie Menschen groß sind. Nicht, wenn sie mich angreifen. Die können von mir aus Menschen groß sein, solange sie mich in Ruhe lassen.
Ich hätte mir ja schon immer so eine schöne Springspinne als Hundegröße. Ja. Ja. Ja, wenn die dann springt und du hast sie an der Leine, dann fliegst du gleich hinterher. Im dunklen Wald. Ah, da hinten ist ein Checkpoint, oder war das unsere? Was sagt denn der Pfeil? Der Pfeil sagt dahin irgendwas. Ja. Weil da ist auch, wenn ich die Karte aufmache, so ein komisches Kreuz immer noch. Das stimmt. Mir gar nicht so sicher. Haben wir hier was vergessen? Gegner. Jetzt müssen wir einfach auf dem Pfad bleiben. Auf dem rechten Pfad. Oh, oh. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich bin es, Vicky. Ich bin hier, um zu sterben. Hallo, mein Bruder. Lass mal einfach stehen. Hallo. Soll der doch kommen, wenn er was will. Richtig. Stufe. Ja, ich habe auch eine Stufe. Ich habe sie noch nicht benutzt. Ich glaube, ich habe vielleicht zwei Stufen. Weiß es nicht. Er steht immer noch hier draußen und wartet auf uns. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Aufstieg. Ah, ein Wegpunkt. 25 Kostüme. Echt? Habe ich ein neues Kostüm? Lebensenergie um 500. Hohe Rüstung. Erhöht das Maximum des Overdrives um 2000. Overdrive sinkt außerhalb von Kämpfen nicht, aber der Gewinn von Overdrive wird um 40 verringert. Nö. Erhöht die Anzahl der Schicksalsslots um 1. Oh. Ich nehme mal die Schicksalsslots. Ich benutze das Overdrive viel zu selten. So. Mal kurz. Muss ich ihn da jetzt mal. Ach, da hin. Gut. Ah, ja. Okay. Ja. Ich hab noch keine passende Karte, die ich reinsetzen kann. Ja, schon. Ja, dem Gabriel muss ja langweilig sein. Der hat nur uns. Was will man machen? Aber bald nicht mehr. Wird das nicht ziemlich einsam dann für Victor? Ja, das ist so ruhig dann in seinem Kopf. Ah, da geht's ins Haus rein. Tour steht da offen. Hilfe. Ich guck mal dahin, wo du bist. Ach, da ist auch nicht sicher. Ja, das hab ich gerade gesehen, Andy. Er macht hier irgendwie ein Feuerwerk. Wieder los. Was? Immun. Gib dir gleich Immun. So. Da sind sie weg. Nee. Meine. So, jetzt aber. Jetzt hab ich. Gut. Ach, jetzt habt ihr. Ja, die tun uns wenigstens Gefallen und sterben schnell. Mhm. Gut. Einmal ein bisschen im Kreis.
WB, Sapsi. So, oh, die Villa. Gabriels innerstes Heiligtum finden. Sein Punktespeicher. Ich habe aber den Diamanten gekriegt. Du hast Nerven, Jäger. Einfach so ohne Einladung in meine Villa gestürmt zu kommen. Sind doch eingeladen. Ich muss sagen, die anderen Jäger. Doch gesagt, wir sollen ihn finden, oder? Hey, was geht denn los? Ohne meine Teppiche vorher mit ihrem sterblichen Dreck zu John, beschmutzen. Kannst du da drunter stellen unter den Eisregen? Nicht mich. Sorgen, dass du nicht ich hab da was dagegen. Aua, aua, aua. Das schön. Wird ewig dauern, kitzelt. Deinen Gestank loszuwerden. Kannst du ja drunter stehen bleiben. Ah, könnte ich meine Mutter mal wieder vorschlagen, Geschnetzeltes zu machen. Oder Gulasch. Hatte ich erst bei Sapsi. Schön Gulasch mit Nudeln. Destillierter Wahnsinn, okay. Hast du gerade eben gekriegt, oder was? Ja. Okay. Abgehängt ist. Cool. Aua. Bin ich auf den Overdrive rausgehauen. Meine Güte. Nehmt euch doch mal. Geht man so mit Gästen um? So. Jetzt aber gute Stürme hier. Mensch. Ja, die kommen bestimmt gleich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mach doch mal einer diese Sonne hier weg. Ja, der hält was aus. Innerer Wächter, naja, gut, okay. Mach deinem Namen erstmal alle Ehre. Jetzt aber weg. Ah. Oh, jetzt habe ich auch destillierten Wahnsinn. Ich wusste zwar nicht, dass man meinen Kopf ausringen kann, aber okay. Oh, hübsch. Oh. Sind wir zum Essen eingeladen? Ich kann unsere kleine Wiedervereinigung das gar sieht nicht interessant machen. Aus. Lehrer und Schüler. Das ist was anderes wie Veggie Village hier. Du bist kein Lehrer, Gabriel. Du bist nicht einmal das böse Genie, für das du dich selbst hältst. Du magst Jahrhunderte alt sein, aber in all dieser Zeit warst du nichts weiter als nur eines. Erleuchte mich, Vicky. Bitte sag mir, was ich bin. Ein Blutsauger. Nur ein Blutsauger, das wäre langweilig. Der war gut. Vicky, ich verspreche dir, du wirst mich anbetteln, dein Blut zu saugen, wenn ich mit dir fertig bin. Blut? Ich hab gedacht, der saugt nur Punkte. Ne. Ja, ich verwandle das in Blutpunkte. B.
Essensgast. Aha. Okay, der ist zum Essen eingeladen. Ich nicht. Das finde ich jetzt aber nicht fair. Oh, Bilder gucken. Yeah. Ja, guck du mal Bilder. Ob ich Katzenbilder finde? Ich weiß nicht. Wie kommen Vampire mit Katzen zurecht? Ich weiß, dass sie nicht gut auf Geister zu sprechen sind. Ja. Okay. Au! Ich hab's erwischt. Echt? Ja. Okay. Irgendwas ist da ganz schön hochgegangen. Okay, dann laufe ich hier mal kurz im Kreis. So sieht also der Respawn aus. Mal gucken, wo ich gleich hinkomme. Ach, das waren nur noch explosive Spinnen. Ich fange ja gleich hier wieder an. Das ist ja cool. Ja, kein Checkpoint. Oh, dann. Hui, bumm, weg mit euch. Ihr dürft ruhig weiter explodieren. Okay, ich folge aber einfach dem Gold, das hier rumliegt. Dann weiß ich, John war hier. Ich habe eine Spur hinterlassen. Ah, eben habe ich zum ersten Mal gesehen, wenn die sich beamen, wie sie sich beamen. Du siehst so einen ganz fahlen Schein. Mhm. Warte mal, da hinten geht's gerade ab. Also soll ich da hinten. Oh, Heiltränke. Vampirblut? Nee, danke. Ich glaube, das hat unangenehme Nachwirkungen da. Brauchen wir nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir genau sind. So menschlich wirken wir jetzt auch nicht unbedingt. So warst du in der Art wie ein Vampirjäger? Immer das gleiche Bild hier. Wobei, da ist nichts. Und noch so viele, Hilfe! Aua. Weg. Da ist auch ein besonderer Feind. Okay. Zum Glück schon mal weg. So. Hier noch? Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Oh, das Sanctum Sanctorium. Oh. Geheimnis. Nicht springen, reingehen. Mensch, Victor. Ja, die schöne Einrichtung. Oh oh. Stelle und besiege Lord Gabriel. Ja, das sah mir eben schon so irgendwie. Oh, Pilze. Leuchtpilze. Mal vorher ein paar futtern. Okay, Plecky. Jetzt gibt's Haue. Für die ganzen Schocks. Oh. Der Post nur. Ja. Mann, Plecky, hast du aber wenig Farbe im Gesicht? Die Flügel könnt ihr auch mal erneuern. Ja. Wenn das nicht mein Freund ist. Oh Gott, und dann noch Suchgeschosse. Folge mich. Trollen. Diese Lache, ey, oh mein Gott. Möchtest du deinen Tod? Ich hätte das für ihn hauen müssen. Du so als Frage. Ach, doch, ich mache einen Fitzel Damage schon. Ja. Er ist verwundbar. Okay. Nahkampf und Fernkampf. Ah, Scheiß. Muss weg. Hey. Weg damit. Zuckelt Energie. Uiuiuiui. Oh, ich muss kurz weg. Du. Bin gleich wieder da. Oh, kann ich nicht mehr. Okay, ich komm wieder. Okay.
Ah ja, der Sonnenstrahl zieht gut rein. Hilfe. Schade, kann der sich auch damit selber treffen? Würde ich sagen, einfach. Okay, die Hälfte haben wir. Das Gezuppel wieder los. Das war bei dem anderen Boss ja auch schon, dass er da so... Ja, das stimmt. ...gute Dinger hingestellt hat. Hier. Damit du mal Farbe kriegst. Du brauchst mich doch nicht immer weg. Ja. Aua. Boah, ich bin nicht mal hinterm Dings, nicht mal hinter der Säule sicher. Am Rand Heiltränke. Ja. Oh, Gott sei Dank bin ich gerade noch an die Dings gekommen. Ach, okay. Na komm, gib doch einfach auf, ey. Wäre für alle von Vorteil, wenn du aufgeben würdest. Würde uns eine Menge Arbeit ersparen. Oh, die. Er hat nicht mehr viel. Oh shit, ich auch nicht. Aber ich komme nicht rein, gut. Keine Halbrunden mehr hier. Ja, ich hatte zum Glück jetzt gerade noch einen. Au! Entfernung. Ich würde dir gerne helfen, aber... Ja, alles gut. Warte mein Cooldown ab. Der konzentriert sich aber immer nur auf einen, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, war wohl als Singleplayer erst... Na komm. Autsch. Aber jetzt. Oh nein! Jawoll! Ich bin mich besiegt! Wie kann das nur sein? Klingt so ironisch. Oh. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. So, wie das dann hört. Er redet doch immer noch. Ich bin kein ebenbürtiger Gegner für deinen Glanz, deine Fähigkeiten und deine Schreckenhüte. Oh, Gnade, oh, großer Jäger, und kauf dir einfach einen neuen Hut, du Depp. Wow. Wow. Wird von einer unzerstörbaren Diamantschild geschützt. Finde und zerstöre 3 Ätherfallen, um den Schild zu aktivieren. Ätherfallen. Die Dinger? Ich weiß es nicht. Ich hau gerade einfach nur mal... Ja, einfach alles. Es sind angeblich nur 3 Stück. Mhm. Oder Moment mal, das ist weitläufiger wie uns. Ja, hab ich auch gerade... Also hier ist Ende. Hier komme ich nicht raus. Ah, da wo die Totenschädel vielleicht sind? Ja, da wollte ich gerade zu einem hin, aber irgendwie bin ich da nicht hingekommen. Vielleicht habe ich den falschen Weg gehabt. Warte mal. Oh, hier ist aber viel Betrieb. Wow! Okay. Geht doch mal alle weg, ich will doch nur was gucken. Nee. Hier ist Ätherwächter. Na, Ätherwächter hört sich schon mal gut an. Ich glaube, wir sollten besser zusammenbleiben. Ah, ich habe eine. Ich hüpfe mich hier schon mal durch so ein bisschen und guck. Ja, mach mal. Oh mein Gott, ich konnte mich heilen, okay. Und ich bin schon wieder fast tot. Oh no, ich glaube, wir sollten echt zusammenbleiben. Ja, das ist eine super Idee. Aber ich bin jetzt irgendwo, keine Ahnung. Ja, warte. Ich glaube, da oben ist so ein Äther-Ding, aber... Ah! Ja, ich bin bei so einem Äther-Ding gewesen, aber zusammenbleiben ist wohl echt replizieren. Viel besser. Hilfe! Replizieren? Oh, endlich kann ich mich wieder halten.
Was ist denn das? Keine Ahnung. Da bist du. Okay, ich komme. Die Dinger kaputt, aber keine Ahnung. Replizieren. Okay. Das ist ja widerlich. Okay. Ich. Eieiei. Ich muss ja sagen, ich blick hier nicht durch, aber ist okay. Ja. Wie findest du das? Viel? Ein wenig überwältigend für deine persönlich. Verkehr hier. Aber, ouch. Ich hab schon ein paar von diesen grünen Dingen kaputt gemacht, falls das. Ja, ich auch. Mit lebenden Dingen spielen. Aber ich glaube. Ich glaube fast, diese Äther-Dinger, da steht hinten so ein komischer großer Kristall. Ich weiß nicht, ob der was damit zu tun hat. Okay. 5 Sekunden noch. Oh, Scheiße. Ah. Die haben mich mit ihrer Liebe überschüttet. Was passiert hier? Oh, oh Gott, oh Gott. Aua, aua, oh, der tut weh. Ja, hier, genau, hier oben auf dem Podest ist nämlich noch so ein Ding. Mhm. Ich weiß gar nicht, für was das Replizieren ist. Keine Ahnung. Aber ich bin schon wieder tot. Das ist nicht gut. Ich renne gerade um mein Leben. Oh, Kiste. Okay. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das sind diese komischen Kristalle, die da oben auf dem Podest stehen. Nur wie gesagt, das mit dem Replizieren, das ist irgendwie so. 1, 2, 0, da bin ich wieder. So. Wahrscheinlich dürfen wir nur... Ja, jetzt bin ich tot. Wahrscheinlich dürfen wir nur nicht gleichzeitig sterben. Weil irgendwie... sind die auch an dem Ding dran. Ah, ah. Ach, die Leute, lasst mich doch durch, ey. Gleich da. Den Kabels folgen. Hm. Ich sehe hier nur Gegner, ich sehe keine Kabel. Aua! Ich bin wieder da. Gut, gut. Hilfe. Hört das auch mal auf, oder spawnen die ewig nach? Ich hab keine Ahnung. Jetzt wird er sauber. Geh weg. Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Oh. Ja, lasst mich, Arzt, ich bin durch. Ja. Das ist aber auch ein Haufen jetzt. Also, ich gehe hier jetzt mal weg, da ist ja nichts mehr. Liegst du? Ja, ich bin gleich da. So, bin wieder da. So. Wie gesagt, hier oben auf dem Podest, da ist so ein komisches Ding. Da oben, naja, ich geh mal hin. Aber irgendwie. Aber da ist auch Lord Gabriel. Das da? Bei mir nicht. Da. Deswegen, manche sind an dieses Ding gebunden. Und ich weiß nicht, ob man die töten muss. Vielleicht, damit man. Ja, wenn man dazu kommt. Hilfe. Hilfe. Oh, ist ja nicht. Äther Wächter. Na gut, dann muss das ja. Dass der Äther Wächter ist. Naja, ah, wir müssen die Wächter töten. Ja. Erstmal machen. Und die drei Wächter. Und dann. Ist hoffentlich. Oh Gott, ich bin tot. Das ist wieder so typisch übertrieben, so für ein Endboss. Ja, das ist irgendwie schon wieder etwas viel. Okay, ich bin wieder da. Gut, ich gleich nicht mehr. Ich hab noch also 65 Tränke. Aber dieser Cooldown, ne? Ich renne hier gerade die ganze Zeit um mein Leben. Wenn man es so sehen will. Jetzt mal einen killen. Das ist ein Wächter. Ja, wenn dieser Boxer da nicht die ganze Zeit wäre, Mann. Ja. Was war denn das hier schon wieder? Ja, Wächter, bleib hier, komm. Nein, die Wächter halten so viel aus.
Das ist zumindest sind nicht mehr so viele Gegner da jetzt. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, bisschen übersichtlicher. Oh, okay. Na, 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 na. Renn um dein Leben. Ich weiß nicht, was fehlt, wenn wir gleichzeitig sterben. Hallo, Rion. Dann werden wir zurück ins Dings geschickt. Das wäre schade. Okay, bin da. Wirklich, und, boah, ich werde gleich begrüßt hier. Scheiße. Okay. Wo sind jetzt die Wächter? Da hinten ist einer. Okay. Ich mach auch zu einem. Einer ist weg. Ist noch einer da. Oder? Zwei. Zwei. Es sind noch zwei, ja. Oh, die... Oh, kapriert. Du kriegst mir auf den Piss, weißt du das? Einer hat nicht mehr viel. Ja. Der andere ist auch bei der Hälfte. Ja, an dem einen hier bin ich gerade dran. Der ist weg. Ach so, da sind... Ai, ai, ai. So. Okay. Noch einer. Okay, weg, jetzt sind sie weg. Jetzt das so, Ding in der Mitte? Ich denke mal. Ja. Fehlschöpfung. What? Es ist down. Ihr mag nicht mehr viel Zeit in dieser, es ist 1 von 3. Bitte lass deine Wut nicht an meinen Sachen aus. Es hat mich Jahrzehnte gekostet. Ja, das andere ist auf der gegenüberliegenden Seite. Also irgendwo ganz hier hinten. Und da ist gerade nochmal so viel Betrieb. Wenn oh Gott. Ja, okay, Hauptsache. Wir haben schon mal eins. Warte mal, wo bist du am besten? Wir laufen zusammen. Da hinten. Da. Ich glaube, in die Richtung. Okay, 1 und 3. Ach, aber Lord Gabriel hat jetzt ein Drittel Damage bekommen. Immerhin. Oder ein Viertel, je nachdem. Das ist ja dann schon mal ein kleiner Erfolg. Da ist noch einer. Na, eher ein Viertel. Jetzt das letzte müssen wir ihn dann noch wegrobben. Dann geht's so richtig los. So, da kommen die Wächter. Alles klar. Aua! Mein Gott. Aua! Und alle mir nach. Ja, geil, was soll ich machen? Ja, du bist ja auch der Einzige, der noch da ist. Ich kehr schon wieder mit dem schlechten Dreck. Sag Bescheid, wenn du wieder lebst, dann versuche ich den Rückzug zu beenden. 5 Sekunden noch! Ja. Halte aus! Bin wieder da. Okay. Alle Wächter sind bei mir, aber ich versuche mal zusammen zu laufen. Shit. Boah, okay. Boah. Oh mein Gott, es geht so schnell! Tot. Ah, okay. Dann laufe ich jetzt erstmal. Ja, gut. Geht weg, ich mag euch nicht. 10. Ich hoffe, das ist euch klar. 5. Mag euch nicht, ich mag euch nicht. Ich mag euch immer noch nicht. Geh weg, 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 weg. Ich lebe weg, wieder, weg, los geht's. Gut, ich bin, glaube ich. Vielleicht bin ich so ein Schlagabtausch. Ja. Solange wir abwechselnd ins Gras beißen, ist alles gut. Ja. Mit ihren blöden Händen, die einen dann da so komisch krabbeln wollen hier. Unangenehm. Und dann ziehen sie einen noch an. Nein, nein, nein. Oh, doch, doch, doch. Oh, gleich tot, gleich tot, gleich tot. Ich hab Giftkugel am Arsch. Gute Idee. Oh, ne, ich lebe noch. Noch halb. Aber der hat auch nicht mehr so viel. Lauf, 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 lauf. Okay. Wow, wow, wow. Weil jeder Gegner nervt, ey. So, er ist weg. Wo sind die Wächter? Hier. Hilfe. Ich muss weg. Hilfe. Yeah. Okay. Oh, der eine Wächter ist gleich down. Genauso wie ich. Scheiß Heiltrank, Cooldown hier. Okay. Komm. Der eine, halt der dran, eine Wächter. Halt, ah ne, er lebt noch, er hat nur halt geportet. Mann, wechsel doch die Waffe. Ja.
Wechsel die Waffe. Okay, gut. Okay, einen Wäscher habe ich. Ich habe auch einen. Aua. Gut. Wo ist der andere? Ach, gar keiner mehr da. Wow, was zum Teufel? Das war Gabriel. Okay, das grüne Ding muss trotzdem kaputt gehen. Yeah! Hör auf, meine Maschinen zu zerstören. Ah, doch zwei Drittel da. Sehr schön. Du machst letzter. Ernsthaft sauer. Ja. Wo ist der jetzt bloß? Okay. Letzter. Ja, so klingt Flecky, wenn er keine Punkte mehr hat. Eindeutig. Warte mal, Kart. Da hinten, ganz hinten ist noch ein Protest irgendwo. Warte mal, hier runter. Hier runter. Und dann rechts lang. So, und dann über die Brücke. Genau, und da hinten ist das hier über die Brücke. Okay. Ah ja. Wieder Spaß hier. Hallo Wächter. Aua. Wow. Ja, komm mal her, komm mal her. Lass uns ungestört sein, Wächter. So ein schönes Duell. 1 gegen 1, komm. Okay, du gewinnst. Nein, hör auf. Ich mag dich nicht mehr. Muss hier weg. Muss hier runter. Da lang. Wo ist mein Wächter? Das ist nicht mein Wächter, meiner war fast tot. Meiner. Oh, wie weit die Strahlen aber auch gehen von denen. Das ja, das stimmt. Unmenschlich. Eigentlich sind diese Elderwächter sind der eigentliche Boss. Ja, ich glaub's auch. Ja. Aua. Der liegt. Stoß mich doch nicht immer weg. Der ist auch weg. Gut, war das der letzte? Ich glaube. Also ich sehe jetzt keine Strahlen mehr. Aber Lecky ist nicht. Not your most. Sieh dir nur so an, was du für ein Chaos angerichtet hast. Oh, schnell mal heilen hier und das Tränke. Ich werde dich zerquetschen, wie die kleine Ratte, die du nächste bist. Nächste Phase. Und nebenbei, dein Hut ist immer noch scheiße. Oh mein du Gott. Du bist ja auch scheiße. Er war schon mal besser drauf. Ja, am Anfang noch so lustig und jetzt hier voll pissig, aber ist ja auch kein Wunder. Jetzt hier gespawnt. Oh ja, und jetzt das Ganze nochmal. Wo ist denn. Kehre zur Arena zurück und besiege Gabriel, okay. Ja, wieder da in die Mitte. Okay. Bin schon da. Ich lenke ihn schon gerade mal ein bisschen ab. Okay, ich bin auch fast. Gabriel! Da. Gabriel! Wie kann man nur so einen beschissenen Namen haben? Wie kann man nur Gabriel heißen, ey? Echt mal. Weißt du, beschwert sich über unseren Hut hier. Und heißt Gabriel. Jo. Seine Eltern waren damals nicht sehr nett zu ihm. Ah,
Also ich glaube, alleine ist das hier die Hölle. Ja, das kann man sich vorstellen. Das hatte ich mal bei dem einen Boss, wo es so krass war, schon gedacht, so, oh Gott, das alleine. Vicky, du weißt schon, dass ich nur mit dir spiele, oder? Nur ein guter Lacher auf deine Kosten. Ach, sei doch ruhig. Ich könnte dein Leben mit einem Fingerschnippen auslöschen. Ja, ja. Aber wo wäre dann mein Spaß? Ach, geht das wieder los? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nichts tun. Die Strahlen hören nicht auf, tot. Nein, nein. Strahlen tun jetzt noch mehr weh, hab ich den Eindruck. Ende rein. Den. Es sind. Also die Strahlen habe ich dann schon mal erledigt, aber sehr hier gut. Ist immer noch Ding. Was passiert denn, wenn ich das kaputt mache? Okay, ich bin da. Ich habe irgendwie immer noch Strahlen, was soll denn der Scheiß? Jetzt hat das. Ja, jetzt hat das gerade wieder aktiviert. Das waren wohl Strahlen extra für dich, die dich verfolgen. Ah, super. Boah, streck den gar genau. Nicht. Ah, jetzt trifft man ihn wieder. Ja. Toll. Jetzt bleib ich erstmal draußen, wenn der seine Schockwellen da macht hier. Das dann ist kann man ja drüber springen. Ach so. Na, ich hab's nicht so mit Springen, weißt du? Ich vergesse es auch ständig. Boah, robben wir dem langsam was ab, ey. Hey! Die Dinger schon wieder. So, eins kaputt. Das kaputt. Sehr schön. Boah. Und jetzt fängt er wieder mit sowas an. Jetzt kommen noch Ads. Ah, da kann man sich aber schön hinter diesen grünen Dingern verstecken. Was, jetzt kommen auch noch Ads? Oh, er liegt flach. Gut, du hast ihn flach gelegt. Oh, nur okay. Kurz. Aber wenn er flach liegt, macht er diese Impulse. Ist auch eins von diesen grünen Dingern ist kaputt. Ne, zwei sind kaputt. Ach, ne. Wieder. Okay. Das dauert ja ewig. Heulen. Oh. Es ist wieder soweit. Wir machen so einen richtig harten Boss. Wir machen einfach zehnfache LP wie vorhin. Yay! Den nervt mich gerade ganz schön. Jetzt macht er gleich wieder seine Dinger. Ne? Fast die Hälfte. Sag mir, hat dich der Justiziar zu mir geschickt? Ich hatte gehofft, dass du ihn für mich töten würdest. Und es sieht so aus, als hätte er dieselbe brillante Idee gehabt. Da gibt es nur einen Fehler in seinem Plan. Ich habe nicht vor zu sterben. Weder heute noch eigentlich auch nicht. Wann. Oh, immun, ey. Aua. Oh. Aua. Aua. Ein Overdrive fell. Das war knapp. Ach, nee, den komme ich nicht so nah. Ich bin zu blöd zum Springen. Genau deswegen habe ich mich an den Rand gestellt. So weit kommt er nämlich nicht. Aber. Oh nein. Komm. Danke. Oh, meine Brunnen am Rand sind jetzt leer. Ja, meine auch leider. Aua! Nicht wegschubsen!
Ja, lass mich! Nur hinten auf mich! Junge! Die Heiltränke wenigstens mal. Aua. Dreck, ja. Ich könnte noch die paar Granaten schmeißen, die ich habe. Ach, die Granaten haben ja auch einen ewigen Cooldown. Oh mein Gott. Warum? Es sind Verbrauchsgegenstände, da braucht man doch keinen Cooldown. Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich kann meinem Tod gerade nicht entrinnen. Ach shit, gerade hätte ich mich heilen können. Jetzt sag nicht, du bist auch gestorben. Yes. Oh. Oh Gott, er hat wieder volle Energie. Nee, nein. Tut uns das doch nicht an. Ach du Kacke. Das ist aber jetzt hoffentlich die gleiche Phase wie eben, oder? Ich hoffe es. Ja, wenn also, jetzt wieder wenn Phase 1 und wir dann wieder die Äther-Viecher machen müssen, dann... Oh, nee. Nee, da hätte ich auch nicht wirklich... Ah, dann schwäch mich doch halt. Ist doch auch wurscht. Mach doch, was du willst. Aber geh mir nicht auf den Sack. Mensch. Wuhu! Ich hab so die Befürchtung, dass es Phase 1 ist. Ach, bitte nicht. Ich stehe immer noch unter Feuer. Aua, 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 aua. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Nein! Genau, lauf mal ein bisschen rum. Ah! Okay, wenn die Kristalle kaputt sind, dann könnte Sapsi recht haben mit der gleichen Phase. Stimmt, stimmt. Okay, dann wäre das ja beruhigend. Ja, überaus beruhigend. Oh nein, da macht er die Wellen noch danach. Ach ja, jetzt macht er es auch noch aus. Der hat gelernt, ey. Der wusste, dass ich mich wieder ausziehe. Der nimmt das Continue mit. Ja, ja. Ey. Weißt du, er verliert kaum was. Bei mir macht er mal Schnipp. Oh, scheiße, ich sterbe jetzt aber auch. Na, warte mal. Nein, nein, okay. Nein. Kann ich dich vielleicht schneller auf die Beine, wenn ich zu dir gehe, dann... Ändert aber mich. Ich bin noch ein paar Sekunden. Ja, das geht jetzt noch, hoffe ich. 3, 2, 1, 0. Okay. Boah. Dafür lege ich mich jetzt gleich hin, glaube ich. Ja, jetzt habe ich mich hingelegt. Oh mein Gott. Dann. Diese scheiß Cooldowns von den Heiltränken, ey, das ist so dumm. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ihr seht mich alle gar nicht. Nee, 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 nee. Mach du mal deine Phase ohne mich. Ah, ich hätte doch mein Over... Okay, ich bin da. Als Ruf. Gib wieder mein Overdrive-Kostüm. So. Weil dann lädt sich mein... Oh, oh. Strahlentime. Aua. Nein! Ganz knapp geschafft. Okay. Ach, der hat nicht mehr viel, der Kristall. Also, da ist noch einer. Der macht aber gerade nichts. Nee, der ist auf mich fixiert. Aber dann mach solange ich jetzt auf dem Boden liege, macht er mir nichts. Danke. Okay. Ja, und da kann man ihm ja nichts machen, wenn er die Dinger macht. Deswegen, ich warte. Jetzt muss ich erst noch kurz warten. So, jetzt kann ich wieder. Gott. Ah, und jetzt habe ich auch vollen Overdrive hier. Neat. Yeah. Ja, weil diese Strahlen und so, die ziehen ihm wirklich schön was ab. Aber kein gut, Wunder, ja. ist so Sonnenstrahlen, weißt du. Das ist die große Schwäche des Blechs. Oh je, ich glaube, ich schaff's nicht. Nein, mach doch nicht sowas. Okay. Ah, Heilung. Okay, ich habe die Heilung noch. Ich bin noch da.
Aber jetzt habe ich keine Außenheilung mehr. Obwohl ja, doch. Ich auch nicht. Ich glaube, eine ist noch da oben. Ja, stimmt, bei mir ist auch noch eine da. Ach so, jetzt macht er ja gleich wieder seine Welle. Da gehe ich mal lieber raus. Mein Overdrive lädt sich ja die ganze Zeit auf. Also, naja, muss ich nicht mal draufschlagen. Ich kann dann einfach nur wieder draufballern. So. Und nochmal, weil es so schön war. So. Jetzt haben wir wieder die Hälfte. Ja, jetzt kommen gleich wieder die Kristalle. Ja. Ich doch. Jetzt wird eng. Hallo? So. Oh nein, ich hoffe mich jetzt. Oh, gerade noch geheilt. Oh mein Gott. Jetzt habe ich keine Ahnung. Ja, wie gesagt, am besten ist es, wenn du es schaffst, dich hinter die Dinger zu verkrümeln, hinter die Kristallteile gegen die Grünen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, das ist gerade geil. Haben wir ihn schön abgerobbt. Jetzt kommen wieder die Kristalle. Oh, da haben wir ihm gut gegeben gerade. Das war schön. Gut, und dann nehme ich jetzt mal mein Diamantenschild. Weil das schützt mich etwas mehr. So. Sehr gut. Dann kommen wir gleich wieder zu ihm. Aua! 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 Okay, das geht los. Ha! Dreimal ausgewichen! Bams! Wow! Ah, jetzt kommen die Kristalle. Und okay. Ich habe kaum Energie! Das ist nicht gut. Nee, ich muss auf die eine Seite noch die Heilung holen. Dass der immer erstmal springen will. Ja. Ah, ich werde immer noch. Hör auf damit. Noch. Plecki. So, jetzt. Was habe ich dir getan, Plecki? Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Nee, nee. Ich bleib mal kurz drauf. Shit. Egal, ruf. Aber ich bin gleich tot. Und? Ich will mir jetzt damit. Oh nein, ich muss weg. Kann gerade nicht. Okay, ich komme wieder. Nein! Nicht hier! Oh, ich muss weg. Oh, ich sterbe. Ich nicht. Ja, diesmal sterbe ich. Nichts riskieren, es ist was down. Nö, 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 mach ich auch nicht. Bleib lieber, wo ich bin. Was? 3, 2, 1, go! Oh, und dann kommt er wieder mit Kristall. Aber der geht nur auf dich gerade. Ach, stimmt. Ich hab vergessen, deinen Kristall wegzumachen. Er hat keinen Balken mehr. Und du hast. So. Haut irgendwer durch. Oh, das ist ein Arsch. Jetzt kommt er gleich wieder mit seiner Welle. Ja. Ab. Also, einmal. Hä? Ach so, da kommt er. Ich hab schon gedacht, er hat jetzt sein Muster einfach mal schnell geändert. Das war's. Yay! Lord Gabriel! Yeah. Hey, lass mich doch mein Loot aufsammeln, bevor du hier... Das Böse jemals wirklich besiegt werden? Oder ist es ewig? Wie eine dunkle Saat, die immer neue Wege findet zu wachsen und die Welt zu verderben. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist... dass die Seele eines alten Vampirs nun dem Justiziar gehört. Gebunden durch den Pakt, den er mit seinem eigenen unheiligen Blut unterzeichnet hat. Am Ende wurde er Opfer seiner eigenen Verschwörung. Ausgleichende Gerechtigkeit, möglicherweise. Wenigstens irgendeine Gerechtigkeit, das ist sicher. Der Pakt von Königin Katharina wurde im letzten Kampf zerstört. Vor ihr liegt eine schwere Aufgabe. Zagoravia neu aufzubauen und sich mit den Folgen all der falschen Entscheidungen der Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Sie ist nicht die Einzige, die etwas neu errichten muss. Selbst im Tod hat Gabriel noch seine Ziele erreicht und die Balance der Macht in unserer Welt zum Schlechten verändert. Der Orden der Jäger ist nahezu ausgelöscht. Mit dem Fluch, der auf mir lastet, bin ich nicht der Richtige, um ihn wieder aufzubauen. Aber ich kenne genau die richtige Person für diese Aufgabe. War's doch schon. Cool. Yay, wir haben's durch. Da will ich einen höheren Schwierigkeitsgrad gar nicht haben. Ey. Das reicht schon. Ja, das war eben. Ja, wenn die Dicks nicht so reingehauen hätten die ganze Zeit. Ja, echt mal. Die Kristalle, die waren schon böse. Also er war ja lahm, aber die... Und vor allem dieses ganze Gebümmel, ey. Oh, guck mal, das da, stimmt, ist eine, ja. Da ist eine Tür. Komm, wir gehen zur Tür. Jetzt kann man natürlich noch so Aftergame-Zeug machen, so kleinere Quests nehme ich mal an. Das ist die gemiedene Villa. Ach so. Hm. Ja, gehen wir mal in die ins wollen Ding, ins Schloss. PvP-Arena. Nee, danke. Ja, und die Waffen sind immer noch für den Arsch. Irgendwie. Elite-Herausforderungen sind jetzt zugänglich. Ja, bestimmt. Zurück zum Schloss. Blablabla. Erstmal mit Angelina quatschen. Hm? Das habe ich mir vielleicht verdient. Vielleicht darfst du die Königin jetzt auch küssen. Echt mal, das hätte ich mir echt verdient, jetzt wo wir ihren Vertrag gelöscht haben. Ich danke euch für all eure Anstrengungen und für eure freundlichen Worte, Viktor. Ihr habt mir geholfen, meine Sünden zu erkennen und mir Hoffnung gegeben, dass ich eines Tages Vergebung finden werde. Eine Königin muss stark sein und ihr habt mir Stärke verliehen. Ja gut, da kommt auch nichts mehr storytechnisch. Wir haben schon, Story ist vorbei. Wir haben schon mit allem abgeschlossen hier, man merkt. Und letzter Blick noch ins Inventar. Stufe 26 gab es ja noch, genau. Na, jetzt kommt da mal ein Schwert mit 38 bis 71 Damage. Wow. Jetzt muss ich nicht mehr brauchen. Ja. Super. Da nochmal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, was er gegen meinen Hut hatte. Das ist doch schick. Ja, keine Ahnung. Der andere vom anderen Kostüm war auch schick, das, was wir genommen haben. Sah ein bisschen aus wie ein Cowboy. Selbst die Transmutation bringt nicht wirklich was. Die Mickeys? Achso, das war der Revolver. Overbiken. 40-75% schneller, erhalte bei einem Treffer 80 Lebensenergie. Doppelschüsse verursachen Headbanging in einem weiten Umkraut. Hä? Wir sind doch hier nicht bei Helsinger. Gab nicht mal einen Credits richtig. Hm. Naja. So nur The End. It's the end, ja, cool. The world as we know it. Cowboy erst morgen wieder. Yep. Ja, Blackies Punktekonto ist leer. So okay. Sieht's aus. Ja Mensch, dann haben wir es aber wenigstens durchgeschafft. Können wir wenigstens sagen, juhu. Piosas. Du kennst mich doch. Als ob ich bei God of War nur 40 Stunden bräuchte. Wo Normalos 40 Stunden brauchen. Also allein ich bin jetzt bei 9 Stunden und ich habe auch noch nicht sehr viel gesehen, weil ich wirklich auch überall rumlaufe. Normal sind circa 20 Stunden Spielzeit, wenn man nur die Story macht. Ja, ja. Dann kommt das mit 20, 25 hin. Und selbst da ist man noch schnell. 50.
Und selbst da ist man noch schnell. Also so der Normalo-Spieler, wenn man die schönen Quests noch mitnimmt, und die will man ja auch mitnehmen, die lohnt sich ja auch richtig, da braucht man seine 35 bis 40 Stunden. Also das haben schon viele bestätigt. Habe ich gelesen, weil die haben ja 2 Wochen vorher die Spiele schon gekriegt. Der hat, glaube ich, insgesamt 50 Stunden gebraucht, weil er wirklich sich alles angeguckt hat. Ja, easy. Also, vor allem, man will ja auch alle Gespräche, alles mitnehmen, weil das ist so interessant, wie die sich anfangen zu unterhalten. Zumal ich es ja auch privat schon weitergespielt habe. Ne? Also ich bin da ja schon dran. Red Tree wieder, ja. Also es lohnt sich definitiv nicht als Wohnspiel, würde ich mal behaupten. Nee, nicht so wirklich. Das muss man schon freiwillig zeigen, glaube ich. Und das kann ja durchaus vorkommen, so spontan Streams ab und an mal. Weil ich rechne heute noch ab und zu so im Kopf durch, was ich damals verbraucht habe für Final Fantasy. Das war ja auch ewig lang. Ja, Rollenspiele und ja, es ist, ich würde es nicht empfehlen. Nee, ich habe mir jetzt auch gedacht, Rollenspiele nicht nochmal. Nicht nochmal. So war das Konzept der Wunschspiele auch nie gedacht, dass man sich das durchwünscht. Ne? Das haben so ein paar Leute hier ins Leben gerufen. Davon distanziere ich mich. Ich möchte an die Zeit erinnern, wo ich Hauptprojekte hatte und dazwischen gab es mal so ein paar Wochen Wunschspiele. Das war mein Konzept. Ja. Alles über den Haufen geworfen. So schaut's aus. Aber gut, so habe ich wenigstens jetzt Freiraum, bei den anderen Sachen zu gucken, was ich eventuell weitermache. So schaut's aus. Ja, cool. Dann sind wir jetzt ein bisschen früher fertig. Macht ja nichts. Das ist nicht schlimm. Wenn Max schon da ist. Ja, wenn Max bereit ist, dann können wir nach einer kurzen Pause schon mit Sly 2 beginnen. Da haben wir auf jeden Fall noch genug zu tun. Und ja, cool. Raus. Schließen. Nicht schließen. Persona 5, ja, 150 Stunden werde ich auch locker hinkriegen. Wenn nicht noch mehr. Definitiv. Gut. Ich bin kurz weg, ein paar Minuten, Freunde, und dann wechseln wir rüber zu Sly 2. Danke, Wolf, dass du heute Zeit hattest und dass wir sogar durchgezockt haben, wie erwartet. War jetzt doch ein relativ kurzes, aber ein ja, ganz lustiges Spiel so. Für zwischendurch konnte man das gerne mal machen und ja, schön, dass wir es durchgezogen haben. Ich bin gleich wieder da und du hast an dieser Stelle die letzten Worte.